So, Sonnenblumen müssen abgeben. Wem nochmal? Ach ja, dem dort. Seid gegrüßt, meine Zwerge, nochmal bitte zum Eckert und zu einem neuen Part. Summer in Mara. In neuer Aufnahme, weiter geht's. Wir haben doch den Sonnenblumen. Müssen sie nur noch abliefern. 10 Uhr öffnet der Laden. Gut, da warten wir halt ein Sekündchen. Und sonst so. Wie geht's euch? So, ein bisschen Äpfel essen, das wäre vielleicht auch mal ganz gar nicht schlecht. So. 10:20 Uhr, 9:20 Uhr. Ja. War ein angenehmer Tag heute. Ziemlich heiß. Ja. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Summer in Mara auf. Ja. Am Abend nehme ich das jetzt auf. Nach Mitternacht. Ja. Das ganze Tagesgeschäft erledigt jetzt. Kann ich mich daran setzen. Und hallo. sprechen. Ich habe deine Sonnenblumen. Herr Taka, ich habe die Sonnenblumen. Sehr gut, ich danke dir sehr. Jetzt kann ich das Pflanzenöl pressen. Hier hast du das Rezept, damit kannst du es selber herstellen, wann immer du willst. Und lässt mich hoffentlich in Ruhe. Redest du auch so mit dem Rest deiner Kundschaft? Das übernimmt Bram. Ich bin der Küchenchef und Meisterkoch. Der Beste in Mara. Stimmt das auch? Ja, ist gut. Und du bist der beste Kellner in ganz Mara? Nein. Ich werde auch bald ein Chefkoch sein. Toll, so wie dein Onkel. Er muss noch viel üben. Und du solltest dir deine Ideen aus dem Kopf schlagen. Welche Ideen? Komm zurück, wann immer du willst, und ich zeige dir meine Gerichte. Das wäre fantastisch. Samdome, das ist ein neues Rezept: Pflanzenöl. Bringe das Pflanzenöl zu Saimi, damit sie die Karte von Mara fertigstellen kann. Okay, da haben wir noch kein. Da müssen wir erstmal selbst herstellen. Das ewige Geschippere hin und her. Ja. Gut, machen wir es doch mal. Ja. Ich glaube, ich schneide das langsam mal. Ich schneide das mal. Ich schiebe mal zurück zur Insel. Sehen wir uns auf der Insel. Angekommen. Gleich mal über den Steg drüber gehüpft. Na komm. So, hier mal. Das Öl zu bereiten. Na, Papa steht schon dort am Strand. Freut sich schon. Gut, Kirschen haben wir angepflanzt. Wachsen die schon? Nein, hier. Kirschbaum. Kirschblütenbaum. Ach, wie schön. Das ist ja wundertoll. Solche Kirschblumenbäume auf. Das ist. Ich freue mich. Kirschblumenbäume. Das ist perfekt. Küche. So. Dadü. Wo ich das denn jetzt? Pflanzenöl. Zwei Sonnenblumen. Eins bitte nur. Sehr gut. Die andere Sonnenblume heben wir uns auf. Falls wir die noch irgendwo für brauchen. Leider können wir Sonnenblumen nicht zu Kernen machen, weil das wäre schön. Vielleicht können wir es irgendwie, aber ich sehe es noch gerade nicht. Das wäre schön, wenn man da auch Sonnenblumen zu Kernen machen könnte. Dann könnte man die wieder anpflanzen. Verstehst du? Wenn man zu viele von der Frucht hat, kann man da. So ist es ja auch normalerweise. Ich weiß nicht, ob das in Realität so ist, aber ja, in manchen Spielen ist das so. In anderen Farming-Simulatoren, dass man ja, in Realität ist das natürlich so. Wenn du eine Sonnenblume, würde ich sagen, oder wenn du eine Sonnenblume hast und die ansehen willst, wenn du sehen willst, dann nimmst du einfach die Sonnenblumenkerne raus und pflanzt die an. So funktioniert die Natur. Oder irre ich mich da? Wenn du einen Kürbis hast, kannst du auch die Kürbiskerne rausnehmen und die im Boden stecken und dann draußen neue Kürbisse machen. Und ich glaube, bei Äpfel haben ja auch Kerne, kannst du auch einen Apfelbaum pflanzen. Tomaten haben auch Kerne, zwar ganz weiche und dünne, aber ich glaube, das geht bei jeder Frucht so. Theoretisch kannst du auch die Frucht direkt in den Boden stecken und dann.
Alles verfault zwar, aber ja, theoretisch kann auch was draus wachsen. Versteht ihr, wie ich meine? Da könnte das Spiel da sich auch ein Beispiel dran nehmen und mal hier mich die Sonnenblume wieder einpflanzen lassen. Dass da jetzt die Kerne rauspflücken und muss ja nicht 100 Kerne dann haben. Einfach ein Sack Kern oder so. Einfach wenn du, dass die Sonnenblume auch in Sack optional einfach in Sack Kerne umwandeln kannst. Wenn du meinst, ich habe genug, ich brauche das nicht. Andersrum wird es dann schwierig. Also den Sack Kerne kannst du dann natürlich nicht in eine Sonnenblume umwandeln. Da musst du schon anpflanzen. Aber andersrum sollte es gehen. Die fertige Frucht, hier so ein Apfel hier. Den sollst du auch in Apfelkerne machen. Oder ich glaube, Äpfel kannst du sowieso einpflanzen, aber ja. Vielleicht geht's auch irgendwie, aber ja, ich sehe es bloß nicht, ich bemerke es halt nicht, ich krieg's nicht mit. Naja, mal schauen, jetzt machen wir, lassen wir uns erstmal die Karte von Mara anfertigen. Das ist die erste Hauptquest hier. In den Zeitquests gucken wir dann mal, die können wir zur Not auch mal, ja, hinten runterfallen lassen. Nun haben wir alles, was wir brauchen. Diese Karte wird wunderschön werden, aber... Ich weiß nicht, wie genau die Karte sein wird. Es ist ein ganzes Weilchen her, als ich Mara mit dem Boot gebereist habe. Ich weiß nicht, was auf See alles passiert ist. Zumindest in letzter Zeit. Stimmt etwas nicht? Ich spüre, dass der Wind sich gedreht hat, Koa. Ganz Mara scheint sich zu verändern. Und diese Karte ist vielleicht nicht vollständig. Ach, mach dir keine Sorgen, Saimi. Ich kümmere mich darum, ich werde sie mit meinen eigenen Notizen vervollständigen. Natürlich. Schau hier, ich habe dir einen Bereich auf der Karte markiert. Dort ist ein winziger Unterwassergraben. Wenn du ihn hineintauchen willst, wirst du eine Halskette finden, mit Sicherheit. Bring sie zurück zu mir. Ist sie wirklich wichtig? Diskutiere nicht, mein Kind. Zum Befehl. Zum Befehl. Oh, Taucherbrunne. Neue Quest, suche in der Gegend, die Saimi auf der Karte markiert hat, nach dem versunkenen Halsgitter. Sehr gut. Wir haben die Karte und wir können weiter erkunden. Weiter in der Hauptquest. Das wollte ich sehen. Nicht, dass wir hier noch einige Stunden lang, einige Parts lang hier in der Stadt rumhängen und ja, sonst was besorgen. Geld haben wir aus irgendeinem Grund immer noch nicht. Das ist irgendwie auch, ja. Ich weiß nicht. Hätte man vielleicht auch so ein bisschen ein paar Optionen einbauen können, dass man für jede erledigte Nebenquest dann nochmal 10, 20, 30 Geld kriegt. Dann wäre man nicht sofort pleite und dann wäre es halt nicht so knapp. Dann wäre halt sowas wie jetzt mit den Schulden vielleicht leichter lösbar. Dann hätte man ein bisschen mehr Nebenquests einbauen können, die halt wirklich nebensächlich sind, dass du die halt nicht erledigen musst, um das Abenteuer weiter voranzuführen, sondern einfach so, ja, hol der Oma eine Flasche Wasser oder sowas, was du auch nichts liegen lassen kannst. Und dann, ja, kriegst du halt dafür von der Oma 50 Münzen oder so. Wenn halt 100, 200, 300 Quests davon erledigt, bist du halt reich. Wenn du sein lässt, dann, tja, dann halt nicht. So, wie sieht's denn aus? Die Karte. Eigentlich haben wir jetzt eine Karte, jetzt können wir aufbrechen, oder? Oh, ja, stimmt. Die Map ist frei. Seht ihr das? Die ganze Welt steht uns offen. Sofern wir nicht im Hafen stecken bleiben. Ja gut, schlafen können wir ja auf dem Schiff. Ja, die Steuerung habe ich bis heute noch nicht ganz kapiert. Also ich werde mal darüber fahren. Da hinten ist ein Fisch markiert. Das könnte vielleicht interessant sein.
im Boot schlafen, das wird echt gut. Können wir mal machen. Ich weiß noch nicht, wie ich die Karte aufrufen kann. Kann ich die vielleicht hier zurück nach Quedis? Nee, das muss ich bezahlen. Ich habe kein Geld. Gut, segeln wir mal hier rüber. Ist das ein Fischsymbol auf der Karte? Erneuert sich jetzt die Karte, wenn wir jetzt hier über einen bestimmten Bereich hinausfahren? Oder wie läuft das hier? So, wir kommen dem Fischsymbol verdächtig nahe. Das hier oder was? Oh, angeln gehen. Interessant. Ist das nice. Wir können hier angeln. Auf der Boje. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen schwer. Ja gut. Muss man halt auch hinkriegen. Müll. Aber den... Haben wir es jetzt nicht gekriegt oder was? Ach, schade. Noch Müll hier. Es gibt keine großen Fische mehr. Ist ja cool. Eine Angelstation hier mitten auf der Boje. Gar nicht schlecht. Ich würde mal nach Norden fahren. Nee, nach Norden kommen wir wieder zurück nach... Müssen wir nach Süden fahren. Hier einfach nach Westen. Einfach mal nach Westen fahren, warum nicht? Nach Norden geht's zurück zur heimischen Insel. Also eher Richtung Süden. Ich fahr mal Richtung Süden. Warum nicht? Mal ein bisschen weiter fahren. Die Welt erkunden. Ah, da schwimmen auch schon Boote. Das heißt, wir sind richtig, was? Sind wir einmal rumgefahren? Also doch nach Norden. Nach Süden geht's, das ist der Kai. Ja, also nach Norden. ja. Weiter nach Norden. Stimmt. Wir sind von unserer Insel aus nach Norden gefahren. Wenn wir jetzt weiter wollen, müssen wir nach Norden fahren. So. Ich mir so gut leise Musik. Die ist mir ein bisschen zu leise. Aber gut. Viel lauter will ich es auch nicht machen. Sonst wird sie zu laut. Offener See. Ja, hier haben wir wieder eine Insel. Eine kleine Insel. Hier haben wir eine Boje. Da können wir angeln gehen. Erstmal angeln hier. Oh nein, ich habe keinen Köder, um hier Fische zu fischen. Verdammt. Ohne Libelle zu fischen. Na dann erstmal die Insel hier. Eine fremde Insel. Erkundigen. Kuch, du hast einen neuen Ort in Mara gefunden. Wie ist die Ort? Kuruluki-Felsen. Ach, und unser Mentor ist schon hier. Der war schneller als wir. Ist ja cool. Hier mal schön. Kann ich hier einfach rausspringen? Komme ich aber nie wieder rein ins Boot. Das könnte halt knifflig werden. Schlecht angelegt. Sind wir hier gestrandet. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay, ja, wenn ich dann herausgefunden habe, wie ich aufs Boot wieder zurückgekommen. Die Insel ist riesig. Warum ist die so leer? Tja. Können wir das hier anzünden? Kann man nicht. Der Ort ist perfekt für ein Picknick. Ich verstehe nicht, warum sie so leer ist. Das wirst du vielleicht noch verstehen. Später. Können wir hier drauf? Nehmen. Pilzsuppe. Wie es ausschaut. Kann man schwimmen gehen. Ein Schaf. Ah, du bist doch Schaf. Tut mir leid, ich habe kein Essen für dich.
Och, putzig. Schärfchen. Eichel? Das ist sehr cool. Eicheln. Oh, das sind Menschen. Ist das Nest dort drüben so ähnlich wie diese Möwennester auf meiner Insel? Turi ist hier auf der Insel. Das gibt's doch nicht. Komm auf eine einsame, verlassene Insel und komm schnell, bevor der Vogel auftaucht. Stell dir mal die Größe dieses Vogels vor, der solche Eier legt. Echt kein Respekt hier, das ist Touristen hier. Komm mal, da denkt man, man kommt mal auf eine Insel und ich habe es schon Müll abgelegt. Das ist doch skandalös. Bist auf einer wildfremden Insel, ist hier schon Müll abgelegt von den Touristen. Es ist echt zum Schreien. Überall diese Touristen. Die wahre Plage hier von Mara. Ja gut, es ist eine kleine Insel. Klein, aber fein. Sofern wir jetzt hier nicht festsetzen, würde ich dann mal langsam. Oh, ein Bienennest. Würde ich dann mal weiter, weil so viel schön haben wir jetzt erkundet die Insel. Weiter geht's. Sofern wir jetzt aufs Boot wieder zurückkommen. Es ist jetzt halt auch irgendwie. Aus dem Wasser können wir nicht hüpfen. Ja, gut. Einsteigen. Na sehr gut. Sind wir doch nicht lost auf der Insel. Komplett verloren. Bis ans Ende unserer Tage gestrandet. Okay, aber die Seiten hier sind noch gesperrt. Wir können nur nach Süden weiterfahren. Da müssen wir unsere Karte noch erweitern lassen. Offene See. Fahren wir mal weiter. Fass. Wir schwimmen fest am Meer, die das mal zerstören. Nicht lassen, sondern sie zu zerstören war. Mehr oder weniger wertvolle Schätze. Man hier findet Holz und so weiter. Ich habe mal wieder wirklich offene See. Versuchen wir es mal im Osten. Ja, warum nicht? Nach Süden brauchen wir nicht zu fahren, da wissen wir, wo wir hinkommen. Ja, hier mal so entlang. Im Osten. Müssen wir hier bis zur Linie. Zur anderen Richtung. So. Laut Kompass müssen wir so jetzt hier auf eine See gerade nach Osten. Geradewegs hier raus. Offene See. Noch eine kleine Insel. Eiseninsel. Du hast einen neuen Ort in Mara entdeckt. Sehr schön. Hier ist ein Steg. Können wir anlegen. Zur Not wissen wir jetzt, wie wir einsteigen können. Warum wir mal nicht angelegt haben. Wo wir nicht in der Nähe sind. Ups. Habe ich an einem Angelpunkt angelegt. Oh nein, ich habe keinen Köder. Sonst würdest du ja im Boot. Im Boot würdest du hier angeln. Ein Briefkasten, hier wohnt also jemand. Aha. Sitz. Hübsch. Noch hübscher. Ein wundervolles Ski. Ein paar Screenshots. Und weiter geht's. Fürs Tagebuch. Okay, der Brunnen ist hier sehr voll. Können wir auch nicht benutzen. Quast erschöpft, sie muss sich ausruhen, um wieder Kraft zu sammeln. Danny. Ja, gut. Bienennester. Ich nehme mal deine Bienen mit. Nee, Honig nur. Ich weiß nicht, ob das unser Gastgeber so toll findet, aber ja.
Ich erlaube es mir einfach. Ich glaube einfach Bienen. Das Haus ist riesengroß. Man sollte jemand ein so großes Haus brauchen. Das ist vielleicht ein großer Typ. Das ist ein Bär, der hier sein. Oh, für 40 Münzen können wir hier in der Hängematte schlafen. Na, sehr großzügig. Ach, Küken. Sehr schön. Blume nehmen. Ich rupfe es einfach raus. Ohne mal Erlaubnis zu fragen. Aha, okay. Da können wir nicht nachfragen. Ich brauche etwas, um diese Truhe zu öffnen. Wer wohnt denn hier? Hier können wir nicht rein, oder? Können wir aufs Dach springen? Jetzt haben wir Mais mitgenommen. Wo haben wir denn hier Mais gefunden? Jetzt können wir hier auf die Fässer springen und dann hier. Können wir nicht. Schade. Jetzt können wir aufs kleine Dach drauf. Und hier die Fässer zerschlagen. Mit dem Hammer. Können wir nicht. Ja gut. Und dann hier wohl erstmal auch nicht. Ich glaube nicht, dass das uns was bringt, aufs Dach zu kommen. Vielleicht auf die Veranda dort oben. Das wäre eine Sache, die man machen könnte. Das muss man am besten hinkommen. Oh, ich war schon fast oben. Versuchen wir es mal. Jetzt stecke ich in der Luft fest. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel so gewollt ist, dass wir da hochkommen. Scheinbar nicht. Dann bin ich vielleicht auch mal vorsichtig, damit das Spiel auszutricksen. Tja, bei Indie-Games. Tja. Wenn du in so einem Haus stecken bleibst. Lass mal lieber bleiben. Da haben wir den ganzen Spielstand gecrashed. Das wollen wir nicht. Ja. Sind wir mal vorsichtig. Wir müssen noch den tiefen Graben finden. Die Kette für die Dame finden. Für die Madame. Oh, nach Süden können wir noch segeln. Nach Norden und Osten nicht, aber. Nach Süden können wir segeln. Und zwar hier. Eiseninsel. So nach Süden. Fässer zerstören. Offene See. Sehr gut. Holz. Was haben wir denn da? Krabbe oder was? Was ist das Rote hier? Ja, mir wird schwindelig. Was bist du denn? Lesen. Dreams which bind the seeds I saw and from this earth they will ever grow. Haben es nicht übersetzt. Tja. Krampus, Nachrichten auf der Welt, sprachen den Mark. Manche davon sprachen jemanden. Ah, okay. Ist gewollt. Interessant. Das haben sie bewusst in Englisch gelassen. Irgendwann kriegen wir hier noch eine spanische Nachricht und so. Ist das so gewollt oder haben sie es einfach nicht übersetzt? Wer weiß. Ab nach Süden. Ab in den Süden. Offene See. Einmal wenden, bitte. Geld. Das ist großartig. Man kann auch Geld angeln. Hier Geld finden. Hier kann ich angeln. Sehr gut, mein Screenshot. Was Screenshots machen. Sehr gut. Und jetzt angeln. Müll. Großartig. Okay, hier hängt noch ein bisschen dolle Müll rum. Das ist eine kleine Insel. Geld. Großartig. Wir müssen die Fässer zerstören. Oh, hier haben wir noch eine Insel. Kleine Insel. Freigeschaltet. Wir müssen alle Fässer.
Hast fast kein Treibstoff mehr. Wo müssen wir hin zurück? Nicht, dass wir hier gestrandet sind und nicht mehr zurückkommen. Wir müssen so eine Quelle aufsuchen. Also Quelis gab es so eine Quelle. Wir müssen zurück nach Quelis. Ich hoffe, wir stranden hier nicht. Und es reicht noch bis zur Quelle zurück. Ist ja blöd, sonst müssen wir schwimmen. Angeln gehen. Müll. Nur Müll. Kost erschöpft. Kann ich dir was zu essen geben? Honig. Das würde ich lieber nicht essen. Orangensaft. Eine Ente. Tut mir leid, ich habe kein Essen für dich. Dann wirst du halt mein Essen. Entenbraten. Anfassen. Sehr schön. Schlafmusik. Und hier ist ein Boot. Fremdes Boot. Guten Abend, gute Nacht. Das Lied hat mich immer. das Lied hat mich immer traumatisiert. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. What the fuck? Was, wenn er mal nicht will? Willkommen bei Rentner Humor. Ramm das Schiff. Ich brauche Geld. Rentner Humor mit Zwergi. Ja, muss auch mal sein. So nach Westen. Kommen wir, glaube ich, nach Quelis zurück. Das ist ganz gut. Wir müssen unseren Tank auffüllen. Der ist alle. Das bleiben wir hier stecken. Heimatinsel. Auch gut. Da haben wir, glaube ich, auch eine Quelle. Heimatinsel hier mal anlegen und aussteigen bitte. Da können wir weiter erkunden. Einmal ein bisschen Tank holen. Kann nicht schaden. Reicht immerhin ein bisschen weit. Da können wir ein bisschen weiter mitfahren. Naja, kann man ja eine Strecke fahren. Kirschbäume. Kirschen wachsen noch keine dran, oder? Tja, hier ist unsere Quelle. Gestein, dass das mal liegen. Ja, die Kristalle brauchen wir, müssen wir auch noch sammeln hier. Für unser Tor. Was wohl dahinter steckt. Das ist das große Geheimnis. Alter Tank. Ich habe meinen Tank aufgefüllt. Großartig, dann können wir jetzt weiterfahren. Können wir jetzt weiter die Ozeane erkunden. Oktopus. Oh, zack. Das ist auch cool. Habe ich jetzt ausgerüstet. Vielleicht kriegen wir sogar irgendwann neue Kleidung. Und wenn wir unterwegs auf dem Meer gegen genügend viele Fässer fahren, haben wir vielleicht auch irgendwann Geld genug verdient, um mal unsere Schulden, deren Schulden zurückzuzahlen. Und mal die Quests, die Sidequests zu erledigen. Das wäre vielleicht nicht ganz schlecht. So, es wird schon nachts hier. Es wird vielleicht mal schlafen gehen. Und der Tank ist wieder voll. Sehr gut. Im Boot schlafen. Machen wir lieber hier vor der Heimatinsel. Bevor wir irgendwo in wilden Gewässern, fremden Gewässern übernachten.